Liebe Star Wars Fans, liebe Science Fiction Fans, liebe Fan- oder Figurensammler, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eine Figur, nicht einen Eigenbau wie ein Schwert und sonst was. Ich habe heute wieder Lust, wieder mal eine Figur mal zu zeigen. Aus dem Hause Hasbro von der Black Serien. Die habe ich mir gestern, vorgestern bei Amazon bestellt, kam heute schon rein. Sollte jetzt, glaube ich, erst Montag kommen, aber ist heute gekommen. Ich habe mich riesig, riesig gefreut. Danke erstmal, dass es so schnell gegangen ist. Top. Verpackung, ihr seht, auch der ganze Karton ist nicht beschädigt. Es ist eine Frage, lasse ich den Karton drin? Ich will dir euch hier auch mal zeigen. Ich werde mal schauen. Bevor ich damit anfange, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei einem aus dem Facebook, der mich angekündigt. Ich hatte gestern ein Video runtergeladen. Ich möchte mich gerne herzlich entschuldigen, weil ich gestern ein Video runtergeladen habe mit Darth Vader Schwert hier, was ich euch gezeigt habe. Und da hatte ich aus Versehen den Namen falsch geschrieben. Da hatte ich mir am Ende darf dieses TH oder HT verwechselt, bisschen umgekehrt. Andere sind nicht aufgefallen, eines ist aufgefallen, dann tut es mir leid, dass ich es falsch gemacht habe. Ich sage erstmal, man ist auch ein Mensch, es kann ein Fehler passieren. Ich persönlich finde immer, es gibt Schlimmeres. Aber gut, ich danke vielmals unter die Hinweis. Ich werde mich darauf bemühen, mal demnächst darauf hinzuweisen, wie der Name richtig besser geschrieben wird. Ich hoffe auch zum Thema Namen, dass ich ihn richtig ausspreche. Wenn nicht, tut es mir furchtbar leid. Es ist hier diesen Moff Gideon aus der Serie Mandalorian. Und zu dem Thema habe ich auch schon wieder ein Bauprojekt. Es ist noch nicht fertig, dieses Rolling. Es ist dieses Dark Saber Schwert, dieses Lichtschwert mit einem dunklen Kyberkristall, was man kennt aus auch wie Darth Maul hat es auch gehabt. Und dieses, bevor ich damit anfange, die Saga mit dem Dunkelschwert, ich habe heute ein bisschen recherchiert, ihn habe gegoogelt und dann gab es ja diese ganzen Sachen, wo ja alles beschrieben ist. Dieses Schwert hat früher ein Jedi gehört. Also ich weiß nicht, ob es das ist. Normalerweise gibt es nur eins in die Geschichte, wie ich gelesen habe. Es gehörte ein Tare Fisla. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es war ein Jedi und als er gestorben ist, wurde dieses Schwert im Jedi-Tempel also aufbewahrt und irgendwie wurde es gestohlen und kam es weiter. Und irgendwann gab es zum Darth Maul und dann gab es dann hier zu dem. Ich denke mal, das Griff wurde auch mehrmals verändert, denke ich mal, weil es gibt ja immer verschiedene Designs von den Griffen. Und da ist ein dunkler Kyberkristall. Und deswegen hat dieses Schwert so eine schwarze Klinge, äußerlich leuchtet das weiß und innen dann ein bisschen wie so damastmäßig bringt das hoch. Ist eine tolle Sache, finde ich ganz gut. Und Marv Gellin ist ein Offizier des imperialen Schutz Sicherheitsbüro. Wusste ich gar nicht, dass ein Sicherheitsbüro in den Sicherheit, aber für Sicherheit und sonst was. Er ist für das Aufräumen zuständig gewesen. Die Geschichte kann man auch lesen, aber ich möchte nicht euch die Geschichte jetzt sagen. Ich möchte euch auch jetzt gerne mal die Figur zeigen, aber ich wollte nur mal ganz mal andeuten, wer das ist und worum es geht. Man kann es googeln, dann sieht man die Geschichte. Aber jetzt möchte ich euch gerne mal jetzt die Figur zeigen. Viel Spaß! So, Messerchen habe ich mir bereitgestellt. So sieht die Verpackung erstmal aus. Die Verpackung sieht ein bisschen anders aus wie die ganzen Black-Serien. Das ist so schräg abgestuft. Das ist eine ganz andere Verpackung. So, die ist so schräg abgestuft. Und hier seid, ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Also realistisch. So sieht der gute Herr aus. Na, so. Schräg abgeschrägt. Und wie die normalen Black-Serien-Verpackung sieht man einfach nur der Umriss und hier schön abgedruckt, wie er aussieht. Dann hier unten Warnhinweis etc. Sonst war Kleinteile, denke ich mal. Hier das Symbol von der Firma. Hier der Name, worum es geht. Und hier Star Wars, The Mandalorian, um welche Saga sich handelt. Die Rückseite hier noch einmal beschrieben. Hier steht drauf. Moff Gideon erfüllt seine Aufträge mit äußerster Entschlossenheit. Er ist ein cleverer Experte, der Macht und Wissen schätzt.
Das hört sich schon mal vielversprechend an. Also ich muss mal ganz sagen. Das ist die Nummer, glaube ich, denke ich mal 08. Und das ganze Kleingedruckte hier. Und dann mal ein Foto von der noch einmal. Und hier oben noch einmal Star Wars etc. sonst was. Ja, und jetzt wollen wir den gute Herr mal auspacken. So, so sieht die Verpackung aus. Und was ich jetzt gerade auch bei der Verpackung sehr gut finde, ist, man kann hinten das noch ein Stück rausnehmen. Weil ich muss sagen, die verpacken die Figuren richtig ein. Einmal der Mantel. Also so sieht die Figur aus. Er ist komplett beweglich, also Füße, Arme, Beine etc. Der Kopf auch. So sieht der aus. Und das ist hier der Umhang. Und hier ist ein Stück, so ein, sage ich mal, eine Zunge dran, oder das ist. Und der wird hier oben, der Umhang wird neu hier reingesteckt. Da fest ist. Und dann kann man den so drauf machen. Ich werde gleich nochmal extra ein schönes Video machen. Noch einmal, ich will euch die Figur erst nochmal zeigen, wie die aussieht. Und das ist der, das Schwert. Ist sehr gut gemacht. Ich muss so sagen, also da die Firma Hasbro mit der Black Serie, die machen natürlich äußerlich wirklich gute Qualität, finde ich, an diesen Sachen. Und wenn ich mir das Schwert so richtig wieder angucke, richtig super gemacht. Und auch vor allen Dingen, das ist so ein bisschen auch, glaube ich, transparent hier. Und hier innen drin so ein bisschen schwarz. Also ihr seht schon wirklich sehr schön gemacht, das Schwert. Sehr toll, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Dann hat er auch noch einen Blaster gehabt. Wo ist er? Einen ganz kleinen Blaster. Der wird hier in diesen Holster reingesetzt. Auch wieder schön gemacht, finde ich. Oh, und der kann man auch so schön drehen. Und sehr toll. Also ich muss sagen, ist wieder eine schöne Figur. Macht richtig Spaß, wieder auszupacken, zu zeigen. Aber jetzt möchte ich euch die auch nochmal in eine andere Perspektive zeigen, wie sie aussieht. Ja, wenn sie steht mit allen drum und dran. Viel Spaß. So, ich habe gerade ein bisschen gesehen, ich habe so ein bisschen die Kamera geschwenkt. Also sieht dann gut die Figur aus. Wir zeigen euch mal gerne noch einmal hier ein paar Details. Weil wie gesagt, man kann diesen Mantel abnehmen. Hier oben ist so eine Zunge dran, so eine Lasche. Und da hat hier hinten eine Öffnung. Man hätte ja vielleicht auch so eine Halskrause hinten machen können, aber ich denke mal, das hat einen bestimmten Grund. Und so sieht die Figur nochmal komplett nochmal aus, auch von der Rückseite. Ne? So sieht die Figur aus. Das ist das Schwert hier komplett dran. Und hier ist nochmal den, gesamte Holster dran, wo die Blaster drin ist. Wie gesagt, die Figur ist komplett beweglich. Also ich habe schon getestet, alle Knie, Beine, Füße, Arme, Ellenbogen, Hände kann man drehen. Man kann auch das Schwert drehen hier. Und so sieht das Schwert noch einmal ganz kurz aus, wie ihr seht. So schön mit der Schwarz.
Und man sieht, wenn man durch so ein Licht so ein bisschen schimmert, das Transparente durch. Und sieht natürlich dann auch aus, dass das Schwert so richtig schön schwarz, hell leuchtet. Also ich muss sagen, diese Figur ist richtig schön gut geworden, finde ich. Also ich muss auch gar nicht mal sagen, also ist wieder ein Traum für jeden Sammler. Und sehr schön gemacht, auch alles, der Gürtel hier schwarz mit roten Streifen dran, an die ganzen Elemente schön angemalt, muss ich natürlich auch sagen, sehr toll gemacht. Also ich muss sagen, an der Firma, die machen so alle schön, auch schöne Figuren. Es freut mich immer, wenn ich von der Black-Serie etwas kriege. Und es freut mich immer wieder. Ich habe mich riesig gefreut. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die wieder einpacken soll in den Karton oder die Figur reinstellen. Weil ich wollte auch ein paar Figuren mit Karton sammeln. Aber ich denke mal, ich weiß nicht, das ist. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Gut, ich glaube, jetzt war es, glaube ich, das Video jetzt von hier von Morph Guardian aus der Fernsehen-TV-Serie oder ist ja momentan immer noch woanders am Laufen von Mandalorian. Es hat mich riesig wieder gefreut, euch eine Figur zu zeigen. Jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht wieder mal andere Figur, aber jetzt wieder Bauprojekte, dass immer so ein bisschen mal zwischendurch Leben reinkommt, immer was anderes. Ich hoffe, es gefällt euch. Werde ich ja sehen. Dann werde ich jetzt das Video beenden. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Draußen ist es immer noch kalt. Macht was Schönes raus. Bastelt an euren Kostümen oder was andere Sachen. Oder schaut mal was anderes rein. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Wenn ein Daumen unten ist, vielleicht mal habt ein Herz mal zu sagen, warum, weshalb. Lasst einen Kommentar ab immer. Das wird besser sein. Mach mal das mal richtig. Ich nehme es zur Brust, ich nehme es zu Herzen. Es versuchen besser zu machen. Ansonsten würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Ansonsten sehen wir uns wieder mit anderen Fansachen oder Bauprojekte von mir oder Nachgebauten oder Kostümen etc. was alles dazu kommt. Bis dann, euer Mike. Ciao.